Hallo und herzlich willkommen zurück zu Empires & Tribes und unserer dritten Staffel mit der nun 11. Folge. Immer noch in der Vorproduktion heute am 25.04.2021 und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Svörne. Denn Svörne hatte am 3.07.2020 ein für mich sichtbares öffentliches Abo dagelassen. Herzlichen Dank dafür, mein Lieber. Du warst Herz Nummer 243. So, die Kamera verschwindet wieder. Und der... Achso, ich öffne ja damit immer... Ich öffne ja damit immer hier das Dingensmenü, das Militärmenü mit C. Kameras raus? Ja. Der Timer wird gestartet, wie wir lieben. Jetzt. Die ganze Nacht über habe ich Ressourcen geschleppt, habe die zwei Hütten da fertig gebaut. Die da hinten. Man sieht jetzt schon ein völlig anderes Stadtbild, wie ich finde, im Vergleich zu den Hütten, die wir vorher hatten. Und währenddessen ist noch eine Ratssitzung stattgefunden, oder hat noch eine Ratssitzung stattgefunden. Jut, Lampe verloren, selber Pech gehabt. Es wurde einmal Holz geholt. Passt auf, Holz holen, ne? Meiner einer hat jetzt die ganze Zeit, treu doof wie er ist, hier hinten vom Rathaus das Holz geholt und gerade eben noch rübergebracht zur Mühle. Das Baustofflager für die Mühle ist allerdings nicht das Rathaus, sondern dieser Speicher hier. Das wiederum ergibt dann in der Kettenreaktion heraus die Meldung, ey, hier hat mir ein Holz gefehlt, vom Bauarbeiter die Meldung, weil der geht natürlich im Rathaus und versucht das da zu holen. Also nimmt das dann aus dem Lager. Das heißt, im Endeffekt werde ich hier irgendwann Ressourcen rumliegen haben, die ich dann wieder einlagern kann. Was aber ganz praktisch ist, ich kann die einfach hier rausnehmen und dann hier wieder reinschmeißen, ne? Wenn ich das wollen würde, will ich jetzt aber nicht, sondern stattdessen... Ja, so nehme ich hier noch Steine mit und versuche die jetzt hier abzuladen. Außerdem sage ich auch, nee, nicht Rezepte, sondern ich sage jetzt auch, dass hier bitte die 6 Bauarbeiter reingestopft werden sollen, die wir hier, also die ich jetzt so offscreen zur Verfügung gestellt habe. Wir werden noch mal ein bisschen schleppen hier. Ich will heute in der Folge auf jeden Fall so schnell wie möglich die Nahrungskette fertigstellen, dass halt theoretisch noch mehr Leute beim Bäcker, bei der Mühle und bei der Getreidefarm arbeiten könnten. Werd sie aber da nicht einteilen, sondern heute geht es daran, dass Bogenmacher und kleine Werkstatt auch wirklich fertig werden. So, dass wir da das erste Mal so richtig das Shopcenter hier spielen können. Dass wir hier den Arbeitsmarkt ein bisschen bereichern können mit qualifizierten Kräften, die da auch richtig Spaß dran haben. Oh, wir haben die 10k erreicht. Yay! In der Ratssitzung, genau. Achso, Getreidefarm ist schon fertig. Handwerkerhaus, Handwerkerhaus. In der Ratssitzung. Was ist Thematik gewesen? Arbeitszeiten, die haben wir so belassen, wie sie sind. Weil das sind ja humane, faire Arbeitszeiten. Die waren ja schon ganz gerecht soweit. Aber einer der, naja, Ratssitze möchte sich da so ein bisschen profilieren, indem er da einen ganz cleveren Vorschlag macht. Und ich aber sage, bist du bescheuert oder so. Zeit am Pranger wurde verkürzt. Hat einen positiven Effekt. Dafür, dass wir ja eigentlich so gut wie niemanden an den Pranger stellen. Vielleicht kommt es aber noch, wer weiß. Nächste Gerichtsverhandlung könnte jederzeit sein. Und was noch? Kopfsteuer. Die Kopfsteuer haben wir erstmal auf 8% gesenkt, weil ihr seht schon da oben, das ist, klingelt in der Kasse in einer Tour. Und wir verbrauchen das so schnell gar nicht. So, Bäckerei ist fertig ausgebaut. Wunderbärchen, sehr schön. Das heißt, hier sind jetzt wie viele Bauarbeiter tätig? Hier in dem Fall gerade 11. Es fehlen 2 Steine. Oh. Ja, weil ich die irgendwo anders ja weggenommen habe. Sorry. Oder die sind jetzt hier irgendwo reingeglitscht. Das kann natürlich auch sein. Ich guck mal, ob die hier hinten irgendwo liegen. Nö. Okay. Dann gucke ich mal noch bei den anderen Speichern, die da in der Nähe stehen. Nö. Okay, na gut, dann hole ich mal eben schnell 2 Steine. Hm? Steine. Hier. 2 Stück. 2 Stück. 2 Stück. Na, das war einer. Okay, nehmen wir halt nur einen. Na, runter. Boah, Mensch. Einer. So, zack, zack. Daran können hier die Bauarbeiten starten. Ja, war schon wieder mal schneller als ich. Okay. Ach, dann waren die schon unterwegs. Ach, okay. Na gut, blöd gelaufen. Aber gut. Achso, es sind jetzt nur 11 hier drin, aber ich denke mal, dass hinten bei dem Bogenmacher und bei der kleinen Werkstatt auch schon teilweise welche drin stecken. Denke ich mal. Hoffe mal, je nachdem. Und dann kümmern wir uns mal darum, dass wir den Büttel ein bisschen unter die Arme greifen, dass wir nach Möglichkeit die Leute glücklich in ihre Arbeitsstellen reinquetschen, dass sie da einigermaßen glücklich sind. Wird ein ziemliches Gefummel. Ich denke, es wird sogar eine ganze Folge dauern oder eine halbe Folge, je nachdem, wann wir damit fertig werden. Und danach möchte ich endlich in die Kupferproduktion einsteigen. Dann sind wir sogar ein bisschen frühzeitig an unserem Ziel dran, also an dem Wochenziel.
meine, wir haben jetzt mit dieser Folge gerechnet hier noch 3 Folgen Zeit, ne? Vier Folgen Zeit. Ich bin in der 11. Folge, Robin. Du bist jetzt in der Donnerstagsfolge, ne? So, das Ding ist fertig. Ich lege die 2 Steine einfach mal erstmal wieder zurück. So. Denn jetzt, denke ich mal, werden die ziemlich oft die Meldung geben, dass sie Sachen aus dem Lager genommen haben. Für diese Produktion da vorne. Ich fange hier schon mal an mitzuhelfen. Die ganzen Bauarbeiter sind ja auch schon unterwegs. Wie viele sind jetzt hier drin? 12. Und hier drüben sind hier auch schon welche zugeteilt worden? 0. Alles klar, also haben wir 12 Bauarbeiter. Okay. Das sind halt 12 Leute, die für mich als Puffer dienen für die Arbeitsstellen. Eventuell werde ich das sogar so machen müssen, dass ich die bisherigen Arbeiter, die unglücklich sind, nee, was heißt eventuell, ich werde es sogar exakt so machen müssen, die Unglücklichen erstmal rausziehen aus ihren Arbeiten und sie dann entsprechend ihrer Interessen versuchen, bestmöglich zu verteilen. Also, dass sie nach Möglichkeit glücklich sind und wenn halt nicht glücklich möglich ist, dann wenigstens neutral. Dann kriegen die halt wenigstens nicht den Malus, dass sie durch die Arbeit unglücklich sind. Ah, okay, hier noch Holz liegt hier. Dann kann ich jetzt hier Holz ein... prügeln. Wo habt ihr die Ziegel hergenommen? Sehe ich die nicht oder habt ihr die schon rausgenommen aus dem Lager? Hä? Hier liegen noch keine bereit. Ach doch, hier! Ach, im hohen Gras sind sie verschwunden. Ach Gottchen! Okay. Hier habt ihr jetzt schon ausreichend, finde ich gut. Dann kann ich den Rest hier reindonnern. Oder auch nicht. Was ist denn nur los? Ach! Hab bloß wieder die Anzeige gefehlt. Okay, habe ich wieder zu schnell geklickt. Alles klar. Ja, wunderbar. Kriegen wir das vielleicht sogar noch in dieser Folge hin, dass die alle glücklich Arbeiter sind. Nahrung ist auch schon wieder fast voll, wie ich gerade sehe, erschreckenderweise. Krass, alles in einen Ziegel reingeglitscht da. Kriegen wir es vielleicht sogar noch diese Woche hin, dass wir mal selber einmal überall irgendwas craften. Irgendwas, was ich vielleicht auch brauche und ein Werkzeug. Oder was ich schon mal ausprobieren möchte, was irgendwie cool aussieht und so, ne? Auf den Apotheker freue ich mich schon am meisten, wenn wir uns dann Ausdauertränke und Lebenstränke herstellen können. Ich glaube, das gab es bei dem, ne? Glaube ich. Ja, wunderbar. Bogenmacher ist fertig. Wah! Ich häng fest. Wah! Wah! Lass mich raus! Lass mich raus! Wah! Scheißtöpferei. Wer hat die da hingestellt? Wer kommt noch so eine dumme Idee? Ach ja, war ja ich. So. Warte mal, habe ich gerade richtig gesehen, dass hier... Tatsache. Das wirft einen Schatten, lol. Cool. Hallo, Hirsch. Ah, guck mal hier, Arbeiterkolonne. So gehört sich das. So sieht man das gerne. So, folglich müssten ja hier jetzt auch 12 drin stecken, ne? Ja, wunderbar. Ein Ziegel fehlt noch. Schleppt den schon jemand von euch? Sonst hole ich den. Nö, ich will keinen schleppen. Das bringe ich mit. Wenn ich es hinkriege. Einer. Oh, ein Feuer ist ausgebrochen. Natürlich. So. Okay. Jetzt sagt der Kompass, da in die Richtung. Brunnen, hier, Wasser. 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 Linke Maustaste? Nee, wie war denn das? Nee. Ich hab einen Eimer in der Hand. Ach, der ist ja noch voll. Stimmt. Der war ja noch voll. Lass mich raten, es ist die Hütte, die ich frisch gebaut habe? Natürlich. Warum auch nicht? Aber gut, ich weiß ja schon, dass hier um die Ecke auch ein Brunnen steht an der Kathedrale. Kirche? Nicht Kathedrale, die kommt ja erst noch. Oder soll kommen, soweit ich weiß. So. Wie, schon fertig? Ja, wunderbar. So lob ich mir das, so lob ich mir das und nicht anders. So, mal gucken, ob ich jetzt hier wieder irgendwo festhänge. Nee, diesmal nicht. Hier? Na, komme ich rückwärts nicht hoch? Doch. Ah, gut, okay, dann können wir oben doch mal richtig gucken. Mit diesem Gebäudemodell. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Aua! Mein Ohr! Holzfäller. Ja klar, wir haben 200 Holz. Ist voll. Aber ein hübscher Dachboden, wie ich finde. Könnte man gut was draus machen. Zum Beispiel noch mehr Betten platzieren, dass wir noch mehr Arbeiter haben. Apropos, wie sieht es denn mittlerweile aus mit dem Verbrauch?
Hier Statistik, Verbrauch 0,6, 0,6, 0,5, 5. Okay. Also haben wir momentan noch einen Überschuss. Okay. Also außer natürlich hier bei Kleidung und Werkzeug. Das müssen wir natürlich erstmal herstellen. Also uns geht dort nicht. Aber das machen wir dann, wenn wir hier fertig sind. Da wird auch gerade der letzte Baumstamm getragen. Finde ich sehr schön. Ach Mensch, hör auf zu nerven. So viel schicken Händler los. Hier, auf das Zeugs. Was willst du mitbringen oder sollst du mitbringen? Ja, bring von mir aus ein Fuffi an Lehmsteine erstmal mit und gucken wir weiter. Zack. So. Krieg ich hier nicht ständig das Trommelfell penetriert? Moment, ich muss nochmal raus und wieder rein. Oder? Ich will mitbauen! Wie, es fehlt noch 5 Holz? Och, nö. Ja, ich weiß schon warum. Ich bin selber dran schuld. Ich habe das ja hier einfach rausgenommen. Ruhe. Ich habe das ja da einfach rausgenommen gehabt. Aus dem Baulager. Dadurch fehlt es natürlich jetzt in den Bauarbeitern. So, 2. Die holen das jetzt. Gucken wir uns das mal an. Die gehen jetzt hier zum Wegpunkt und stellen fest. Ey, warte mal, Alter. Und was fehlt da? Und was machen sie jetzt? Sie nehmen es aus dem Lager. Oder? Nee? Ach, sie wollten es aus dem Lager nehmen, haben jetzt gemerkt, ey, Alter, hier fehlt was. Quest. Quest ist mir bloß egal. Irgendwie läuft der Lachs nicht so richtig, ne? Mal schauen. Nee, es fehlen noch 3 Stämme. Oder ich darf nicht in der Nähe sein, damit die das selbstständig rausnehmen. Das kann auch sein. Aber komm. Laufen wir jetzt noch 2-mal hin und her und dann ist die Geschichte erledigt. Dann können wir uns heute noch an die Jobverteilung machen. Damit die Leute wirklich schon glücklich sind und so, ne? So, jetzt bloß noch einer. Einer. So, zack. Da muss ich nicht wieder zurücklaufen mit dem Zeugs. Leute, wir können anfangen. So. 10.500 Geld liegt schon wieder auf Tasche. Und da kommt gleich noch mehr dazu ein bisschen. Ich frage mich, ob es später machbar sein wird, dass man hier auch Söldner anwerben kann zum Beispiel. Ich hatte die Idee schon mal in den Raum geworfen. Eine Entscheidung ist, glaube ich, noch nicht getroffen worden. Aber vielleicht wird der König auch irgendwann mal einen riesen Kredit haben oder so. Ich meine, ich bin mittlerweile schon Graf, ne? Graf ist ja eigentlich so an sich... Könnte man ja von denken, der hat's, ne? Da könnte man ein bisschen extra Steuer verlangen und so. Der Königssteuer gibt's irgendwie noch nicht. Vielleicht kommt das noch dazu, dass man immer einen Teil seiner Steuereinnahmen schon mal als Abgaben leisten muss. Und damit ist die Butze auch fertig. Ja, wunderbar. So gefällt mir das. So, ich gehe jetzt an meine Schreibstube und werde mal ein bisschen die Arbeiter verwalten. So, wir tun mal so, als wäre das hier mein privater Schreibstuhl hier. Kann ich mich hier hinsetzen? Nee. Okay, dann Bewohner. Zufriedenheit aufsteigend, okay. Ich scroll mal ganz nach oben. Alle, die unglücklich sind, fliegen jetzt erstmal raus. Arbeit niederlegen. Arbeit niederlegen. Arbeit niederlegen. Arbeit niederlegen. Hier auch Arbeit niederlegen. Und hier auch. Und hier auch. Und hier auch. Oh Gott. So, jetzt gibt's gar keine unglücklichen Arbeiter mehr, ne? Nur noch welche, die neutral gestimmt sind und welche, die happy sind. Uhrzeit, okay. Guck hier nochmal rein. 26 Leute sind happy, keiner ist unhappy. Das ist super. So, Nahrungsvielfaltsbonus hat sich erhöht auf 0,5. Das haben wir auch hinbekommen. Das war vorher, glaube ich, 0,25, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, was? Ich habe tatsächlich mal ein zu ungerechtes Urteil gegeben. Ach, leco mio. Kirchenpolitik, ja, du gehst mir echt auf den Keks, Kumpel. Aber wirklich. Obwohl du schon mehrmals gefixt wurdest. So. Wieder zurück. Einwohner. Wir brauchen glückliche Leute. Du möchtest Gebäudebau machen, wärest aber auch mit der Landwirtschaft zufrieden. Bist Jäger. Nee, warte mal. Ich brauche natürlich die Untätigen. Kann ich das hier sortieren nach untätig? Nach Beruf, genau. Ja, arbeitslos, okay. Du willst Gebäudebau machen.
Okay, du willst Handwerk machen. Du wirst... Oh, kann ich jetzt hier sehen, wo noch was fehlt? Ich glaube nicht, ne? Tischler? Arbeit zugewiesen? Nee. Ah, oh, da muss ich erstmal gucken. Moment, wir gucken erstmal nach. Handwerk. Tischler, Töpfer sind belegt. Mühle 2, Bäcker 2, Waffe, Bogen. Na, die sind erstmal primär wichtig, weil ihr seht hier, wir verbrauchen nur halb so viel, also fast halb so viel, wie wir produzieren, ne? Und mich frage, warum das jetzt weniger ist. Da müsste doch der Bäcker einen zu wenig haben. Nö. Oder ihm fehlt Mehl, was eigentlich nicht sein dürfte. Okay, also hier kleine Waffen und Bogen, Handwerker. Jeweils 4, also insgesamt 4 erstmal. Gut. Also nochmal von vorne. Du, Handwerk, gut. Du, Bogner. Ich muss nur finden. Da. Und jetzt muss ich noch sagen, welcher Bogner? Bogenmacher 1. Zack. Hat gefunzt. Du willst Gebäudebau. Guck mal, hier haben wir noch einen Handwerker. So. Einmal nach unten scrollen. Bogenmacher, Bogenmacher 1. Zack. Wenn ich jetzt einen zweiten hätte, könnte ich den natürlich jetzt noch damit auch bestücken. So, wir gucken weiter nach Handwerkern. So viele wollen Gebäudebau machen. Hier haben wir auch noch einen. Handwerk. Zack. Du gehst bitte... Ey! Nicht einfach raustappen hier. Ich will runterscrollen. Kleine Waffenschmiede. Zack, die Bombe. Sehr schön. Ach, hier sogar mit den Symbolen. Okay. Du willst Bergbau und Forstwesen machen, das ist aber sehr interessant, lieber Gerhard. Hier haben wir aber noch einen Handwerker. So. Kleine Waffenschmiede, Wunderbärchen. Dann sind die jetzt voll belegt. Genau. Gucken wir mal bei den Rohstoffproduktionen. Holzfäller fehlt uns einer. Lehmgrube 3. Steinbruch ist voll. Jäger einer. Getreide. Gut, okay, das lassen wir mal so, wie es ist. Okay, also. Ein Jäger. Ein Holzfäller. Wir suchen erstmal diesen Holzfäller raus. Und zwar, das wird der Gerhard sein, denke ich. Der sortiert das auch jedes Mal neu jetzt hier, oder? Ja, gut. Ein Holzfäller. Da möchte irgendjemand Holzfäller sein. Und das ist der Gerhard. Der Gerhard, mein Lieber, du wirst Holzfäller. Zack, zack. Wunderbärchen. Damit ist er auch happy. Dann drei Leute sollten in die Lehmgrube rein. Da müsste jetzt eigentlich Bergbau auch drunter gelten, ne? Würde ich doch meinen. Gott, die wollen, so viele wollen hier einen Gebäudebau machen. Gibt es da noch jemanden, der so richtig happy wäre? Ja, die Lisbeth. Die Lisbeth Vogt. Die hat so richtig Bock auf Lehmgrube. Hat nicht geklappt. Moment, Lehmgrube. Da, zack. Damit müsste sie eigentlich happy sein, weil Lehmgrube ist ja Bergbau. Und nicht Landwirtschaft oder Handwerk. Ah, natürlich. Ich habe schon mit dir gerechnet, mein lieber Bote. Du bist gleich dran. Ich guck mal hier nochmal nach. Hier der Heinrich. Der Heinrich hat auch so richtig Bock. Du wirst auch in die Lehmgrube geschickt. Wunderbärchen. Jetzt gucke ich nochmal rein. Nee, das ist Unterkünfte, Robin. Holzfäller, Lehmgrube, Steinbruch. Ach ja, Jäger und Lehmgrube braucht man noch. Okay. Wir gehen wieder zurück. Damit sortiert das auch gleich nochmal schön neu. Landwirtschaft. Achso, nee, warte mal, du bist Holzfäller? Okay. Warte mal, bist du ja eigentlich falsch, ne? Ja, du bist neutral und nicht happy. Die Ute. Oh, um Gottes Willen. Wisst ihr was, Leute? Ich pausiere mal eben hier. Ich glaube, ich werde jetzt einfach nochmal alle kündigen. Komplett alle. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ach, der Händler ist zurück. Sehr schön. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich erstmal gucke, was der Bote haben möchte. Und dann werden wir mal erstmal alle erstmal grundsätzlich nur nach ihren Lieblingsinteressen zuteilen. Und dann gucken wir nochmal nach denen, die halt hier diesen neutralen Status hätten. Ne? Also, ihr Lieben, bis gleich. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Timer hatte ich natürlich auch gestoppt. Es sind jetzt alle arbeitslos. 79 von 79, wir sehen es da oben. Obwohl ich mich frage, wie die Zahl zustande kommt, aber egal. Wir suchen mal eben den Königsboten. Der ist da hinten irgendwo auf dem Kompass zu sehen. Der kommt hier gerade ins Dorf rein, mehr oder weniger, oder? Nee, wo ist er denn? Was stehst du denn hier bei der Getreidefarm rum, Junge? Das Rathaus ist woanders.
Die Festung in Portsmouth soll auf Geheiß des Königs ausgebaut werden. Ihr werdet gebeten, euch mit folgenden Materialien am Bau zu beteiligen. 90 Holz und 65 Stein, alter Schwede. Zur Erfüllung habe ich noch 22 Stunden Zeit. Wow. Das ist echt nicht wenig, ne? Da merkt man schon, ist jetzt zackig härter als vorher. Ich würde sagen, hier kannst du mitnehmen. Ich habe sowieso immer zu viel Holz momentan. Auf Wiedersehen, wieder tschüss. So, jetzt machen wir da weiter, wo ich gesagt habe, dass wir da weitermachen werden. Und zwar bei den Einwohnern. Ich sortiere die jetzt mal anders, und zwar nach Interessen. Jetzt habe ich hier nämlich schon mal zu sehen, wer alles Bergbau machen möchte und wer nicht. Das heißt, ich sage jetzt der Rosamarie Siebenberg, dass sie in der Lehmgrube arbeiten muss. Dann sage ich dem Alexander Schultheiß, ebenso Lehmgrube. Dann hier auch nochmal, zack, sind schon mal 3, 4 und 5. Mehr passen nicht rein, das wissen wir von vorhin, als wir reingeschaut haben, ne? Dann haben wir aber noch einen Steinbruch. Also, Katharina Kröger, du arbeitest bitte im Steinbruch. Der Waltraut, die Waltraut genauso. Müssten ja auch 5 sein, wenn mich nicht alles täuscht. So, 3, 4 und 5. Die sind dann auf jeden Fall auch happy damit. Wird jetzt sofort auch schon umgesetzt hier im Indikator. Finde ich ja klasse. So, dann habe ich jetzt hier noch 100 Ansehen beim König gewonnen. Wunderbar, der Micha freut sich, der König Micha. Da habe ich jetzt hier noch 3 Leute, die auch super happy damit wären. Die spare ich mir jetzt erstmal auf. Dann gehe ich erstmal hier weiter gucken. Okay, hat er die Sortierung nicht genommen. Wartet mal, ich muss mal nochmal raus und wieder rein. Damit er mir das nochmal umsortiert, hoffentlich. Warum ist denn das jetzt invertiert hier? So. Achso, ich kann auch so scrollen, indem ich hier klicke und drücke. Ah, okay. Ich verstehe jetzt nicht, warum er das hier so nicht sortiert, wie ich das möchte. Ach so, deswegen. Ah, okay. Ja, dann sage ich Landwirtschaft. Ja, wunderbar. Cool. Die Ute Häberlein, die hat noch keinen Job. Sehen wir hier. Und Interesse in Landwirtschaft, die wird bitte auf der Getreidefarm arbeiten. Zack. Dann der Ehrenfried, ebenso. Zack. Die Anna-Maria Vogt. Feierabend. Zack. Und der Hans Ludwig, ebenso. Wir haben uns ja gemerkt, 4 Leute sollen da arbeiten, nicht mehr. Dann haben wir aber hier noch relativ viele Leute übrig, die das auch machen wollen. Ach, ich habe gar keinen in der Forstwirtschaft jetzt. Das ist natürlich blöd, ne? Ich brauche natürlich wieder mein Holz. Ich muss nochmal nach Forstwirtschaft gucken jetzt hier. Wer hätte denn so grundsätzlich noch Bock? Sophie, du gehst zum Holzfäller. Ja, auch Holzfäller. Auch Holzfäller. Das ist natürlich blöd. Ah, du würdest lieber Gebäudebau machen, ist mir jetzt aber egal. Wir brauchen auch Holzfäller. Das sind so die Entscheidungen, vor denen man steht, ne? Man kriegt nicht alle zu 100% happy, außer man hat richtig, richtig Glück mit den Leuten, dass die so ziemlich genau aufgehen von der Anzahl her. So, Holzfäller wird jetzt eine ganze Weile dauern. Ist aber auch Handwerker. Ich brauche auch Handwerker. Na, pass auf, ich steck dich schon mal in die Mühle. Nee, die Mühle muss ja auch bedient werden. Mühle, Mühle, Mühle. Mühle müsste Handwerk sein. So. Ja, happy. Sehr schön. Du auch, Mühle. Mühle, Mühle. Zack. Ah, nee, hier nicht wieder rausnehmen. Ja, manchmal schließt sich dann dieser Tourtipp. Ich weiß nicht warum. Hier Mühle, zack. So. Hier ist Gebäudebau. Du gehst in die Holzfällerei. Holzfällerei. Du bist auch wieder Handwerk. Du gehst zum Bäcker. Bäcker, 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 Bäcker. Zack. Zack. Gebäudebau. Du gehst zum Holzfäller. Du hast so richtig Bock auf Landwirtschaft. Das tut mir aber leid. Du würdest auch Holzfäller machen wollen. Gebäudebau, Holzfäller. Ich frage mich, ob ich jetzt hier mehr Holzfäller reinstecken kann, als da reinpassen. Oder ob er mir dann sagt, ist kein Platz mehr frei. So, du willst Handwerk machen? Habe ich ja schon 2 Bäcker gehabt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich schau mal vorsichtshalber. Nee, einer fehlt noch. Okay. Wo ist er hin? Derjenige welche? Hier, Handwerk. Wolfgang. Du gehst auch zum Bäcker.
Damit sind die... Ey! Ich einfach wieder raus. Ah, ich glaube, wenn ich mit der Maus aus dem Tooltip rausfahre versehentlich, dann springt er mir auch raus da. Okay. Okay. Haben wir da schon mal gehabt. Wie viele habe ich denn jetzt in der Rohstoffproduktion hier drin? 10 von 15. Okay. 5. 5. Jäger gar keine. Getreidefarm 4. Okay. Jäger. Der müsste auch Forstwirtschaft, Landwirtschaft zählen, oder? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also hier in dem Spiel, worunter das zählt. Ist bestimmt, weil Rohstoffabbau ist, Bergbau, Forstwirtschaft, ne? Würde ich doch mal behaupten. Dann werde ich jetzt den Alexander erstmal noch kurz in die Tischlerei stecken. Den Josef auch. Dann machen wir den Ehrenfried noch zum Töpfer. Hier noch den Johannes zum Töpfer. So, dann haben wir da auch wieder jeweils zwei Leute drin, die dann happy sind. Und jetzt gucke ich nochmal nach, speziell nach Leuten. Wäre cool, wenn ich hier noch irgendwie arbeitslos nochmal zusätzlich machen könnte, ne? Als Spalte. Hm. Gucken wir mal hier mal durch, wer jetzt noch arbeitslos ist. Hier. Du hättest mehr Bock auf Landwirtschaft. Das tut mir aber leid. Andererseits, ich will mir die eigentlich noch aufheben für die Schafe. Ah. Da haben wir hier alleine schon mal zwei, ne? Die richtig Bock drauf hätten. Also hier die Ute Kröger und den Burkhard Tockler. Die hätten so richtig Bock auf Schaffarmen. Da noch den Joachim. Und da noch den Richard. Okay, dann fange ich jetzt hier unten an zu sagen, die sollen in der Jagdhütte arbeiten. Lukas, zack. Du, zack. Wir wollen ja wieder ausreichend Jäger auch haben, damit wir dieses 65-35-Prinzip hinbekommen. Also dieses vielseitige Ernährung. Handwerker, Bauarbeiter wäre aber auch nicht abgelehnt, das zu machen. Finde ich gut. Hier ebenso, Jagdhütte, dass sie wenigstens neutral sind, aber nicht unglücklich sind. Das wäre mir halt wichtig, dass wir das hinbekommen. Hey. So, da brauchen wir auch verdammt viele Arbeit dafür. Warte mal, wie, was, wo, warst du nicht eben noch neutral dem gegenüber eingestimmt? Muss ich dir erst noch zeigen, wie toll der Beruf ist, oder was, oder wie da wäre? Ja, irgendwo auch ein cooles System. Ist bestimmt saumäßig schwer, das so zu produzieren. Zu programmieren, ne? So. Ist jetzt ein bisschen trockenes, Listen durchscrollen. Es ist auch möglich, dass ich mit den Personen direkt spreche, aber ich habe die hier wenigstens in einer Übersicht. Und hier kann ich wenigstens vermeiden, irgendwie noch mehr durcheinander zu kommen, als ich sowieso schon im Kopf bin. So. Du hast auch noch Bock. Finde ich gut. Ja, wir sind schon fast wieder da, wo wir vorher standen. So. So. Ah, du hast auch so richtig Bock hier auf Landwirtschaft, ne? Ich hätte eigentlich mal sortieren können. Ich glaube, aber egal. Ich gehe jetzt einfach die Liste lang durch. So. Problem ist natürlich, sobald ich die nächsten Gebäude baue, habe ich die nächste Arschkarte. Dann müsste ich hier theoretisch nochmal alles durchgehen. Aber eigentlich müssten wir jetzt noch 8 Leute übrig haben. Die wir dann... Ah, okay. Jetzt ist die Jagdhütte voll. Finde ich gut. Dann brauche ich trotzdem noch Leute. Ja, die haben jetzt alle keinen Bock hier auf Holzfäller, ne? Alle keinen Bock mehr auf Holzfäller, weil wir sind mit dem Holz noch nicht ganz voll. Ich gucke nochmal speziell nach Arbeitslosen. Hier, du hättest da nichts... Ach, das sind die, die ich mir für die Schaffarm aufgespart habe, ne? Ja. Kann man mittlerweile Leute töten? Geht das mittlerweile? Aber ich finde es auch krass, ne? Wie die unterschiedlich verteilt sind hier. Die Ute zum Beispiel, die hasst Handwerk, sie hasst Gebäudebau, sie liebt Landwirtschaft und sie ist neutral gegenüber Bergbau-Forstwirtschaft eingestellt. Und dann haben wir aber hier zum Beispiel den Burkhard, der hat nur eine Hasskategorie, zwei neutrale und eine Lieblingskategorie.
Finde ich sehr interessant. Und man hast du auch eigentlich bei jedem Spielstart, bei jedem neuen Spielstand, eine ganz andere Voraussetzung hier drin. Na gut, komm. Mach Holzfäller. Wir brauchen das Holz, es ist unser Verkaufsgut Nummer 1. Wir brauchen es ja auch ziemlich, sowohl im Bau als auch in der Produktion. Hier auch nochmal Holz. Ah! So, zack und zack. Und dann gucken wir gleich nochmal durch, wo ich jetzt noch was vergessen habe. Ja, so, zack. Oh, und wieder Gewitter. So, Produktion. Holzfäller, 15 von 15. Hier, 5 von 10, 5 von 5, 20 von 20, 4 von 12. Wie wir es vorher hatten, nur dass die jetzt glücklicher verteilt sind. Fischler ist voll, Töpfer ist voll, Müller ist halb voll, Bäcker ist halb voll, wie wir es wollten. Bogner und Waffenschmiede fehlen uns jetzt noch. Alles klar, kriegen wir hin. Irgendwie. Indem ich jetzt hier sage, Bergbau, nicht Bergbau raus, sondern Interesse, Handwerk. Und da gucke ich jetzt nochmal zuerst nach Arbeitslosen. Sophie Weber zum Beispiel. Sophie Weber, die wird Bogenmacher. Zack. Dann, ach, ich scroll lieber hier drüber. Die nächste arbeitslose Person, die der Bock drauf hat, ist der Lukas Glockeling. Der wird jetzt auch Bogenmacher. Damit ist das erledigt. Dann haben wir den Johannes Pfeiffer. Und einen klingenden Timer. Ist mir jetzt aber egal. Wir machen das noch zu Ende. Eine kleine Waffenschmiede. Wunderbärchen. Und den Hans Ludwig haben wir ja auch noch. Der soll jetzt natürlich auch in die kleine... Hey! In die kleine... Oh, hör mal auf jetzt hier, Mensch. So. Zack. Zack. So. Jetzt habe ich noch 18... Wie habe ich mich denn da jetzt verrechnet? Sag mal, es waren 12 Bauarbeiter. What? Ach Leute, guck mal hier. Ja, es müssen 10 sein. Ich glaube auch nicht 5. Ah, damit ich auf die 5 Tonnen Lehm komme. Alles klar. Also gehen wir nochmal hier rein. Und sagen nochmal... Bergbau, Forstwesen, gucken uns da nochmal Sachen raus, also Leute raus, die arbeitslos sind, die da wenigstens neutral gegenüber gestimmt sind. Jo. Ich weiß nicht, Landwirtschaft, ob ich die... Ich lasse den Burkhardt mal eben noch links liegen. Ich hätte schon gerne noch ein paar Leute, die bei der Schaffarm richtig happy sind dann. Hier, zack. Lehmgrube, zack. Oha! Okay, die haben jetzt so gar keinen Bock auf sowas. Shit. Shit! Alles klar. Oder auch nicht. Ja gut, dann würde ich sagen... Mache ich mir mal einen Plan. Wie wir jetzt hier weitermachen. Laden den Spielstand nochmal neu in der Hoffnung, dass jetzt diese blöde Kackwetter endlich mal aufhört. Achso, Mensch, die Getreidefarm haben wir sogar nicht angeguckt. Hier, den Anbau. Hier hinten, es ist und bleibt ein Running Gag mit diesen Fackeln. Vielleicht sollte der Chris auch mal einen Fackelplatziersimulator machen. Die Inneneinrichtung hat da auch ein bisschen Verhunzt hat er da. Aber ich glaube, hier an der Getreidefarm wird noch irgendwas gearbeitet, soweit ich weiß. Gerichtstermin. Oh Gottchen. Mensch, lass mir doch mal ein bisschen Zeit zum Nachdenken hier. Also gut. Ihr seht schon, Leute, das Spiel geht immer tiefgründiger. Also man geht immer tiefer rein, man wird immer mehr in Sachen involviert, kann auch immer mehr Sachen entscheiden, was ich sehr, sehr löblich finde. Und vor allem, es bringt auch viel, viel mehr Abwechslung, als vorher immer bloß den scheiß Knüppel schwingen und den scheiß Material schleppen. Ich mache das trotzdem gerne. Jetzt war ich die letzten zwei Folgen ein bisschen arg viel, was ich dann gemacht habe mit Material schleppen. Aber ich habe ja jetzt vor allem das gemacht, damit ich halt immer weiß, okay, ich habe jetzt immer so und so viele Bauarbeiter zur Verfügung, die entweder sogar, ja, entweder ihr liebt, nochmal von vorne, Robin. Die entweder ihren Job lieben oder wenigstens neutral dagegenüber eingestellt sind, wenn sie Bauarbeiter sind, damit wir halt immer so ein stehendes Bauarbeiter her haben und halt die anderen Leute wenigstens nicht unglücklich sind mit ihrem Beruf. Aber gut. Lange Rede, kurzer Sinn, 11. Folge. Der Jobcenter wird mir danken. Ich habe deren Arbeit gemacht. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao!